Für altmodischen Survival-Horror in modernem Gewand bin ich immer zu haben. Rundum glücklich bin ich mit Alone in the Dark aber nicht. Hallo liebe Spielefreunde, mein Name ist Benjamin Braun und ich begrüße euch herzlich zum neuesten Test von Gamers Global. Diesmal habe ich Alone in the Dark für euch gespielt, mit dem THQ Nordic so etwas wie ein Remake des bzw. eher eine Hommage an den gleichnamigen Klassiker von 1992 abliefert. Was Story, Rätsel, Action und vor allem die Atmosphäre taugen, erfahrt ihr in diesem Video, in dem ich natürlich so weit wie möglich auf Spoiler verzichte. Was ist passiert? Ist hier eine Bombe eingeschlagen? Willkommen im Irrenhaus, Detective. Alone in the Dark versetzt euch, wie schon das Original von Infogrames, ins Louisiana der 1920er Jahre. Genauso wie im Vorbild von 1992 stehen der Privatdetektiv Edward Carnby und Emily Hartwood als spielbare Figuren zur Verfügung, zwischen denen ihr euch gleich zu Beginn entscheidet. Und ebenfalls wie im Original begebt ihr euch mit den beiden ins herrschaftlich anmutende der Cheto Männer. Damit sind die wesentlichen Parallelen aber bereits geklärt. Ansonsten ist im neuen Alone in the Dark nämlich praktisch alles anders. Das fängt damit an, dass der Cheto nicht das Haus von Emilys Onkel Jeremy, sondern eine Nervenheilanstalt ist, in der dieser behandelt wird. Aber eigentlich ist die gesamte Story aus der Feder von Soma-Autor Michael Hedberg, der gleichzeitig als Game Director fungiert, völlig anders. Der zunehmend um sich greifende Wahnsinn passiert hier weniger um den Helden herum, sondern erfasst Edward bzw. Emily selbst. Im Zuge dessen verändert sich in der Cheto immer wieder albtraumhaft die Umgebung, was mit einer Mischung aus dem ältesten Haus in Control und der Welt in Alan Wake am besten zu vergleichen ist. Plötzlich sind die Gänge überflutet oder die Wände von einer rätselhaften Fäulnis überzogen. Durch eine Tür, die eigentlich in einen Hof führt, landet ihr auf den Straßen von New Orleans, in einer Wüste sowie an vielen weiteren Orten, die ich euch im Detail nicht vorwegnehmen möchte. Die Wechsel zwischen Realität und Albtraum sind schon allein visuell sehr gelungen und sorgen zusammen mit der Musik und mitunter angsteinflößenden Soundeffekten für Stimmung. Zudem trefft ihr nur in diesen Passagen auf Gegner, wobei ich später noch genauer auf die Kämpfe eingehen werde. Außerdem sorgen die Albtraumpassagen für deutlich mehr Abwechslung, da der Schauplatz im, nennen wir es einfach mal Remake, nicht nur auf das eigentliche Anwesen begrenzt ist. Mindestens genauso viel Zeit verbringt ihr in Alone in the Dark, aber in der realen Version von Dead Cheto, für das euch auch eine Übersichtskarte zur Verfügung steht, die die Erkundung zumindest etwas erleichtert. Übermäßig groß ist das Anwesen selbst zwar nicht, da ihr überall auf verschlossene Türen trefft, ergibt sich aber dennoch ein labyrinthartiger Aufbau, bei dem ihr immer wieder alternative Pfade zu einem bestimmten Raum finden müsst. Oder eben zum Teil auch Schlüssel, deren Umdrehung im Schloss beim Aufsperren stilecht wie in einem klassischen Resident Evil dargestellt wird. Ein wichtiger Bestandteil der Spielmechanik sowohl in der Cheto als auch in den überwiegend eher kompakten Albtraumpassagen sind zumeist puzzelartige Aufgaben, kleine Kombinations- und Zahlenrätsel. So erhaltet ihr schon früh im Spiel ein Medaillon, das ihr an bestimmten Punkten korrekt ausrichten müsst. Hinweise auf die richtige Kombination davon oder zum Öffnen eines Saves erhaltet ihr meist über gefundene Schriftstücke, mitunter aber auch direkt in der Umgebung. Um besagtes Medaillon nutzen zu können, müsst ihr aber oft Vorarbeit leisten, indem ihr etwa den Sockel vervollständigt oder zunächst weitere Hinweise auf die korrekte Kombination freischalten. In diesem Fall etwa gilt es zunächst, einige Bilder an der Wand korrekt anzuordnen, damit die Namen von drei Bewohnern übrig bleiben. Findet ihr dann noch irgendwo deren Geburtsdatum und damit ihr Sternzeichen heraus, könnt ihr die korrekte Zahlenkombination an einem anderen zuvor eingesammelten Dokument ablesen. Da ist jetzt nichts dabei, was mich als Adventure-Freund von den Socken haut, aber definitiv ein paar richtig nette Sachen. Ihr könnt gewisse Ingame-Hilfen übrigens reduzieren. Den größten Unterschied macht die Einstellung, durch die bei dem Medaillon die Ziffernanzeige am rechten Rand fehlt. Die in knappen Sätzen formulierten aktuellen Ziele oder Kartensymbole, die anzeigen, welche Türen verriegelt sind und für welche ihr davon möglicherweise gerade den Schlüssel eingesammelt habt, gibt es in der sogenannten Oldschool-Variante ebenfalls. Mit den Kämpfen oder gelegentlichen Fluchtpassagen verändert sich das Gameplay natürlich massiv. Insgesamt gibt es 4 Schusswaffen im Spiel. Zudem könnt ihr unzählige Nahkampfwaffen wie Rohre, Schaufeln oder Paddel einsammeln, die nach einigen Treffern jedoch zerbrechen. In der Umgebung könnt ihr zudem Objekte wie Ziegelsteine oder Molotow-Cocktails aufnehmen, um Gegner abzulenken oder direkt zu bekämpfen. Blöd daran ist, dass ihr die direkt werfen müsst. Mitnehmen könnt ihr das Zeug also nicht.
Besagte Wurfobjekte ermöglichen bzw. erleichtern an manchen Stellen auch das Schleichen. Meist funktioniert das allerdings nicht gut und ist zeitaufwendiger. Einfach alle auftauchenden Gegner zu töten, ist in jedem Fall die leichtere Variante und auch keine, bei der ihr euch Sorgen um den Munitionsnachschub machen müsst. So richtig knapp wird es nämlich selten. Und falls doch, dann tauchen in der Umgebung doch plötzlich neue Patronen oder auch Heilmittel auf. Habt ihr ausreichend Platz, wie etwa bei diesem Kampf, ist die Action aber eh ziemlich seicht. Weglaufen, Distanz schaffen und draufschießen und der Sieg ist schon bald euer, im Zweifel sogar ohne jedweden Schaden zu nehmen. Auch die generell fast schon zu mächtige Ausweichbewegung fällt nur in den engeren Gebieten etwas schwerer. Es gibt indes, wenn ich nicht gerade sträflich irgendwas vergesse, gerade mal 6 Feindtypen, naja, vielleicht sind es auch 7. Am kniffligsten davon sind die später auftauchenden Fledermäuse, da sie relativ schnell die Position wechseln und es eben einen Moment dauert, bis ihr im Anschlag auch genauer zielen könnt. Echte Bosskämpfe gibt es hingegen erst sehr spät und 2 an der Zahl. Die zeige ich euch selbstverständlich nicht, aber beide gehören für mich mit zu den schlechtesten des Genres. Was tun Sie da? Ich habe was gefunden. Toll! War es Alkohol? Gott, nein, mir hat's nur kurz den Atem verschlagen. Die Bosskämpfe machen das Spiel jetzt nicht kaputt, was auch für das generell ziemlich dämliche Ende gilt, bei der die Auflösung mal wieder nicht mit den zuvor erzeugten Erwartungen an die Quelle des Grauens mithalten kann. Aber ein besseres Ende wäre ein wichtiger Pluspunkt für das Spiel gewesen, das ihr auf dem von mir gespielten mittleren von 3 Schwierigkeitsgraden mühelos in etwa 8 Stunden bewältigen könnt. Aber zumindest ein zweiter Durchgang mit dem anderen Charakter lohnt sich, denn mit jedem davon betretet ihr zumindest in den späteren Kapiteln teils unterschiedliche Gebiete. Zusammen mit den unterschiedlichen Dialogen und alternativen Cutscenes bekommt ihr es hier jedenfalls nicht mit einem Etikettenschwindel zu tun, wie bei den minimalen Abweichungen der Kampagne in Wolfenstein The New Order. Mit bestimmten der unzähligen Sammelobjekte soll man zudem alternative Enden freispielen können. Die habe ich selbst nicht erlebt, aber wie gut sollen die schon sein, wenn schon das Standardende nicht gut ist? Gerade Veteran macht das neue Alone the Dark mit seiner Kombination aus Oldschool und modernen Elementen regelmäßig glücklich. Ganz besonders wohl in einem hier nicht gezeigten späteren Abschnitt, in dem das Spiel bewusst sehr nah am Spielgefühl des Originals ist. Übrigens könnt ihr von Beginn an auch Filtereffekte wie einen 8-Bit-Look nutzen oder anstelle der von David Harbour und Jodie Comer verkörperten Helden auch die Pixel-Varianten von 1992 benutzen. Was an der gelungenen Atmosphäre inklusive ordentlicher Sprachausgabe und stets vorgelesener Schriftstücke immer wieder mal kratzt, sind Bugs. Hier und da flackernde oder nachladende Texturen sind das eine. Soundfehler, bei denen es plötzlich in der Leitung kracht oder der Ton plötzlich ganz weg ist, können immer wieder mal vorkommen. An 2 Stellen sorgten Bugs bei mir dafür, dass ich Edward nicht mehr bewegen konnte. Dank Autosave-Funktion waren beide Situationen aber ohne großen Zeitverlust zu korrigieren. Ist der Fall schon gelöst? Und damit möchte ich zu meinem persönlichen Fazit kommen. Ich mag den spielerischen Ansatz von Alone in the Dark als Adventure-Fan wirklich gern. Sowohl die Erkundung des Anwesens als auch das Lösen von Rätseln machen mir Spaß. Der meist zielvoll in Szene gesetzte Schauplatz, insbesondere die Albtraumabschnitte, sorgen für Stimmung und Abwechslung zugleich. Die Kämpfe sind eher so lala, wobei ich gerade an denen, in denen mehrere Gegner regelrecht über mich herfallen, sogar am meisten Freude hatte. Die Schwächen von Alone in the Dark liegen am Ende klar bei der Story, die zwar über längere Zeit Spannung weckt, aber spätestens mit ihrer Auflösung und dem fast schon peinlichen finalen Bosskampf verliert. Die technischen Macken hingegen sind größtenteils verschmerzbar. Unterm Strich gerade für Anhänger des Originals und Horrorfans, die Spiele ohne einseitigen Fokus auf die Action bevorzugen, definitiv eine Empfehlung wert. Meine persönliche Wertung lautet 7,5 von 10. Diesen Test gibt es auch als Text auf gamersglobal.de. Sollte euch dieses Video gefallen haben, hinterlasst wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abonnement dieses YouTube-Kanals. Nett. Ganz gut. Ich weiß. Ich habe guten Geschmack, Detective.